Ende aller Tage wird das erste Zeichen am Himmel erscheinen. Gerechtigkeit wird über die Welt der Sterblichen kommen. Die Heere von Licht und Schatten werden sich bekriegen auf den Schlachtfeldern der Ewigkeit. Alles in Ordnung, mein Kind? Es war nichts, Onkel. Nur ein böser Traum. Wir sollten nach Hause gehen. Aber es gibt noch viel zu tun. Wenn diese Übersetzungen stimmen, könnten die Mächte der Hölle schon aufgebrochen sein. Die Welt muss vor der Finsternis gewarnt werden. Du glaubst mir doch, oder, Lea? Es hat begonnen. Lass das, Onkel. Es ist unwichtig. Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Diablo 3. Ein Spiel, was schon ein wenig älter ist, aber ist immer noch ein geiles Spiel. Das ist mein zweitliebstes Lieblingsspiel, mit dem würde ich Kinder kriegen. Nein, lassen wir das. Ist mein eines meiner Lieblingsspiele. Und habe in letzter Zeit wieder extrem Bock, das Spiel zu spielen. Hab das schon. Das ist ja Paragon. Hab am Anfang des, wo das Spiel rausgekommen ist, gesuchtet. Nicht alleine, aber am schlimmsten, kann man sagen. Und ja, der Mage, der Zauberer, die Zauberin ist mein Lieblingscharm, muss ich sagen. Und mit dem werde ich dieses Let's Play dann auch machen. Ist Stufe 60, Paragon 43. Ich muss sagen, ich habe dann irgendwann das ziemlich vernachlässigt. Ich habe, glaube ich, das erste halbe Jahr, wo es rausgekommen ist, gesuchtet ohne Ende. Und dann war bis vor kurzem Pause im Grunde. Und jetzt wieder ist wirklich aktiv. Ein bisschen, glaube ich, der Hype auch von Reaper of Souls. Das erste Add-on, was nächstes Jahr kommen wird. Oder dieses Jahr. Ich nehme das ein bisschen im Voraus aus. Ich weiß gar nicht, wann ich das hier rausknalle. Auf jeden Fall. Diese Nachricht, dass es dann tatsächlich kommt, hat schon dazu geführt, dass man wieder richtig, richtig Bock auf dieses Game bekommen hat. Da kommen viele neue Features, aber die kann man ja, die kann man ja auch so mal bequatschen. Wir spielen von Anfang an die ganze Geschichte. Ich werde auch, wenn die labern, ruhig sein, damit man das nochmal hört. Wir fangen natürlich an bei der allerersten Quest, der gefallene Stern, Quest 1, Akt 1. Monsterstufe 5, ich denke mal, MP5 ist für ein Let's Play ganz in Ordnung. Das sollte ich auch noch schaffen. Ich könnte zwar, glaube ich, auch ein bisschen höher gehen, aber das ist noch, ich glaube, das ist okay. Das ist schon in Ordnung, MP5 kann man nicht meckern. Das wird für ein Let's Play, reicht das, glaube ich, auch völlig aus. Da könnte ich es auch ohne Monsterstufe spielen. Aber ich will ja auch dabei dann, wenn es schon geht, noch ein bisschen leveln und so weiter. Deswegen würde ich sagen, wir starten das jetzt. Das dauert eine Weile.
dann kriegen wir gleich einen. Ja. Bereits als Kind hat man mir gesagt, dass ich etwas Besonderes sei. Ein Wunderkind mit großem Potenzial. Ich ging zum Sanktum der Ishari, um mir so viel Wissen der Meister wie möglich anzueignen. Aber ich sah ihre Angst vor der Wahrheit. Nichts konnte ich von ihnen lernen. Aber die alten Bücher, die Prophezeiungen, die sie enthielten, zeigten mir alles, was noch kommen. Und alles, was ich werden könnte. Dann, eines Tages, fiel ein Stern vom Himmel. Das Zeichen, dass meine Stunde gekommen war. Ich werde nach Westen gehen, nach Tristram, um die Finsternis aufzuhalten, die mit dem Stern kommen soll. Um das Schicksal zu erfüllen, das mich ruft. Also es dauert. So, jetzt bekommen wir hier Händler verkaufen, viele verschiedene Gegenstände. Und da sind wir, ihr seht, ich habe ja den Templar hier, als ich habe den gar nicht equipped. Es stinkt hier nur so nach Toten. Der gefallene Stern muss in der Nähe sein. Und die Folianten, vorwärts! Und die Folianten, vorwärts! Ich habe den Templar gar nicht equipped, glaube ich. Der ist total schlecht ausgerüstet. Habe ich nichts Neues gegeben. Ich glaube, das werde ich auch mal hier so währenddessen machen, während des Let's Plays. Das ist die Skillung vom Templar. Oh, die passt schon. Die passt schon. Die anderen habe ich, glaube ich, gar nicht. Sonst buffen wir uns erstmal. Ich bin eigentlich relativ schlecht equipped, muss ich sagen. Dafür, dass ich schon so viel gespielt habe. Ich glaube, 430 Stunden oder so habe ich mit der Zauberin gespielt. Dafür bin ich eigentlich schon schlecht ausgerüstet. Liegt auch natürlich daran, dass ich... Oh, da sind's ja. Liegt aber auch daran, dass ich... Eine Prophezeiung schickte mich auf die Suche nach dem unterbrochen Stern, werde. Der auf dieses Land gefallen ist. Er ist in die Kathedrale eingeschlagen. Es gab nur eine Überlebende. Lea. Ihr solltet mit ihr sprechen. Hauptmann Runford, da sind noch okay. Mehr! Wir können die Tore nicht öffnen, bis wir sie zurückgedrängt haben. Ah, kein Problem, machen wir. Wie gesagt, liegt auch daran, dass ich eine Weile nicht gespielt habe. Ich habe auch viele Sachen verkauft, weil ich da eine Weile keine Lust auf das Spiel hatte. Ja. Deswegen. Aber mir reicht. Na, kannst du mal kicken, Junge. Findet Lea im Gasthaus zum geschlachteten Kalb. Okay. Verbrennt diese Leichen, bevor sie wieder auferstehen. Hilfe, nicht verbrennen, bitte. Die Kirche von Zakarum ist in Ungnade. Ja, ja, die Kirche von Zakarum kann mich mal. Oh, der hat schon was zu sagen, der gute Hedrik. Ach, Neu-Tristram. Schmarrn. Wir gehen erstmal hier rein und dann mal gucken. Moment. Haben wir das schon? Natürlich habe ich das schon. Seid ihr Lea? Rumford sagte, ihr habt den fallenden Stern überlebt. Das habe ich. Doch er riss meinen Onkel Deckard Cain in die Tiefen der alten Kathedrale. Ich versuchte ihn zu finden, doch die Toten erhoben sich bereits. Ich kam zurück, um die Miliz zu alarmieren, doch... Passt auf, die Verwundeten! Die verwandeln sich in Tote, die tot sind. Für die Botschaft ist das der Tod. Ach, das kannst du so nicht sagen, mein Freund, ne? Hab ich auch schon, verdammt. Ihr seht, hier, kurz vor 11. So früh bin ich schon wach. Unglaublich. Die Toten werden uns überwältigen, wenn niemand etwas unternimmt. Ich werde ganz sicher dafür sorgen, dass dies nicht geschieht. Eure Stadt ist sicher. Hab Dank. Ihr solltet mit Hauptmann Rumford am Tor sprechen. Er kann euch sagen, was zu tun ist. Ei, ei. Ja. Ja, wie ihr seht, ich spiele mit der Skillung magische Waffen mit der Rune mächtige Waffe. Damit wird mein Schaden um 15% erhöht, dann der Vertraute mit Funkenflug. Dadurch wird mein Schaden nochmal um 12% erhöht. Dann die Sturmrüstung, die finde ich an und für sich. Es gibt viele andere coole Rüstungen. Ich finde die aber gut, weil sie zum einen Schaden auszahlt mit 100% Waffenstärke. Und zum anderen
die Arkankraft Kosten um 3 reduziert für alles, wofür ich halt Arkankraft brauche, wie zum Beispiel diesen Pornostrahl, den ich auch benutze. Dann benutze ich Akun, weil der einfach, der ist imbar, kann man gar nichts anders sagen. Mit Arkane Zerstörung, Explosion, 1600% Waffenschaden als Arkanschaden, wisst ihr Bescheid. Knallt ordentlich Damage rein, ja, und dann hier Stromschlag. Ist ganz in Ordnung, ne? Mit 4 Blitzschlägen, die dann die Gegner treffen, 15, bla 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 bla. Und halt Desintegration. Der. Bin ich jetzt eigentlich noch in der Stadt? Der Eisstrahl macht der eigentlich sogar mehr. Wenn man mal überlegt, der kann 405 Waffenschaden. Und so weiter. Allerdings braucht der sehr viel, aber der braucht auch weniger. Ja, das finde ich alles kacke. Warum ich aber trotzdem Desintegration nutze, liegt einfach daran, dass ich jetzt erstmal suchen muss, welchen ich hatte. So. Liegt einfach daran, er macht zwar weniger Schaden, dafür hat er so circa einer von 3 Gegnern wird explodieren und macht nochmal Schaden bei umherstehenden Gegnern. Und dann kann man ganz schnell die Gegner rein dezimieren. Außerdem geht er durch Gegner durch, trifft also mehrere Gegner gleichzeitig. Das macht der Froststrahl nicht, der bleibt bei einem Gegner hängen, das finde ich blöd. Was kann ich tun, um euch im Kampf gegen die lebenden Toten zu helfen? Ich bewundere euren Mut, aber Hauptmann Dalton und die Miliz wurden von diesen Dingern abgeschlachtet. Nur ich habe überlebt. Danke für die Warnung, aber ich habe nicht vor, heute zu sterben. Nun, ich habe euch kämpfen sehen. Erledigt die scheußlichen Mütter und ihre Königin. Sie sind diejenigen, die diese Abscheulichkeiten hervorwirken. Sie greifen die Barrikaden! Ist ja voll ekelhaft. Naja, mach kaputt hier. Die Nudde. So. Das ist eine von diesen scheußlichen Müttern. In den Ruinen die Straße hinunter gibt es noch mehr von ihnen. Okay. Also ich finde immer noch scheiße, dass man das nicht ausblenden kann, dieses weiße und graue Zeug. Das braucht, glaube ich, mittlerweile kein Schwein mehr. Was für ein trostloser Anblick. Speicherpunkt erreicht. Yeeha! So, dann machen wir die auch mal kaputt hier. So. Ich werde versuchen, alles dann nochmal aufzudecken, also alle Maps aufzudecken und so weiter. Alle Gegner zu töten. Ist ja halt ein normales Spiel. Kann durchaus mal sein, dass hier irgendwie, ja, Spezial-Raids kommen oder so, wo man sagt, ach Mensch, wir gehen jetzt mal Kies farmen oder so. Oder, irgendwas anderes Tolles. So, ich nehme jetzt das blaue Zeug auch nicht mit. Das würde ich normalerweise eventuell sogar einsammeln, um die Ressourcen danach zu verkaufen. Aber das mache ich jetzt hier nicht, das ist egal. Dann ist die scheußliche Mutter. Die kann noch eine Weile stehen bleiben, das ist egal. Wir gehen jetzt erstmal hier in den modrigen Keller. Und machen erstmal den Tisch kaputt, weil wir es können. Stachelscheusale können nicht weit von ihrem Nest sein. Ja, die sind eh gleich tot. Also kein Problem. War es das schon? Nee, das ist noch. Komm schon. Ich warte so lange, bis du den kaputt gemacht hast. Also, der macht gar keinen Schaden. Nee, das geht so nicht. Warte. Ach, verdammt. Ich wollte ja eigentlich, dass der Templer das mal macht. Also ich muss ihn unbedingt ein bisschen besser equippen. Das geht ja so, also mal wirklich nicht. So. Oh. Es gibt ja auch noch Rüstungszauber, die meine Stärke erhöhen. Und so weiter und so fort. Also da gibt es ja ganz viel. Aber der ist eigentlich so mit der Beste, weil er, wie gesagt, die Arkankosten senkt. Hallo. Geht mal bitte weg von meinem Feld. So. Das war angekommen. Ach, guck mal, da sind noch mehr Monsters. Ihr müsst alle sterben. Ihr Schweine. So. Das ist ja direkt. Was ist denn hier los? Richtig cool wäre es ja, wenn es hier. Warum hauen die mir eigentlich so viel Schaden rein? Das ist ja unglaublich.
wenn hier alle vier Krypten offen wären auf dem Friedhof. Hab ich schon relativ häufig gehabt. Ich kenne aber Leute, die hatten es bis jetzt noch gar nicht. Weil ich schon ein bisschen strange finde. Muss ich sagen. Oh, den Zauberbinder. Den nehme ich unbedingt mit. Die Zauberbinde, den Zauberbinder. Nicht, dass ich ihn benutze, weil der wahrscheinlich sowieso Schrott sein wird, aber... Das ist ja völlig egal. Monster-Schnetzel macht doch viel Spaß. Unglaublich, wie gut ich bin. So, da ist nichts. Was ist hier noch? Nix. Wir haben hier noch mehr Geld. Oder Gold. Davon brauche ich ganz viel. Mann, du bist ein Scheiß-Templer. Ich muss den unbedingt ein bisschen... Pimp my Templer. Zack. Der Blitz wird ihn schon erledigen, hoffe ich. Irgendwann mal so. Oder auch nicht. Ah, doch. Der Blitz ist geil. Es gibt natürlich auch Klassen, die wären jetzt hier schon rucki-zucki durch gewesen. Zum Beispiel der Mönch, der Barbar oder auch der Dämonjäger. Aber ich habe auch einen Dämonjäger auf 60 und einen Hexendoktor auf 60. Aber der Dämonjäger geht eigentlich sogar. Ich mag nur irgendwie die anderen Klassen nicht. Alter, ist ja schon wieder was verkackt. Alter, was ist denn hier los? Dann ist noch Gold, ist egal. Der feuchte Keller, na komm, wir waren im modrigen, gehen wir auch in den feuchten. Ein Toter. Oh nein. Jetzt werden wir angegriffen. Das ist ja unglaublich. Ich mag halt den Zauberer. Der Dämonjäger ist auch cool, der Hexendoktor ist... nicht so mein Fall und ich muss sagen, der Mönch, oh, der geht auch. Ich mag diese Nahkampfklassen im Grunde nicht. Und der Barbar ist überhaupt nicht mein Ding, muss ich sagen. Der ist ja überhaupt nicht mein Ding. Ist hier was drin? Juhu, Gold. Ach, ich muss mal alles kaputt machen, ey. Ich weiß auch nicht, warum. Es liegt mir in den Genen. So, der braucht das Gold eh nicht mehr, dann können wir das ja auch nehmen. Halte ich doch für eine sehr gute Idee. Aber wo kommt ihr denn her, bitte? Schweine. Ja, die nehmen wir alle mit. Die Heiltränke nehmen wir auch mit, kann man alle gebrauchen. Meine gehen nämlich langsam zur Neige. Und trotz Life-Leech werde ich sie bestimmt brauchen. Hier ist nichts mehr. Doch, zwei Fässer, die ich noch kaputt machen kann. Ach, hier geht's ins Nicht-Q-Level. Da kann man natürlich auch mal reingehen. Ins Nicht-Q-Level. Das sollte den Angriffen ein Ende setzen. Sollte es. Aber Mütter wären nicht Mütter, wenn es da nicht noch eine Mutter geben würde. Ach, die scheußliche Königin. Die Mutter aller Mütter sozusagen. Hoppling. Ah nee, das finde ich jetzt aber nicht schön, der Keller ist zu. Das geht doch nicht. Er ist ja auch Schnubbe. Dann ist er halt zu. Naja, kotzt dich aus, ne? Du machst das schon. Noch kein Elite-Trupp. Hm. Ist das normal? Ich habe schon lange nicht mehr das Spiel von hier gespielt, einfach. Die würde ja keinen Stack geben, die ist ja... lila. Aber bevor wir jetzt zurückgehen, werden wir natürlich hier... Aber ich glaube, da muss man... Boah, ey, zum Glück...
Wäre das jetzt ein Blind Let's Play, müsste man ja den ganzen Weg... Ja, ich habe was verkauft. Ein geiler Plan für bestimmt gerade mal 10.000 oder so. Egal. Noch die letzten Möglichkeiten nutzen, bevor das Auktionshaus am 18.03. ist das ja, glaube ich, dann abgeschaltet wird. Es gibt ja die Vermutung, dass eine Woche später, ich glaube am 25. dann Reaper of Souls kommt. Worauf ich mich sehr freue, muss ich sagen. Da bin ich ja schon, ne? Heiß wie Frittenfett drauf, sag ich euch. Wird wahrscheinlich ähnlich gesuchtet werden wie Diablo 3, als es released wurde. Habe ich mir direkt gekauft an dem Tag. Ach, da war ich schon. Und seitdem spiele ich das auch tatsächlich. Und das Spiel ist ja schon knapp, ja nicht ganz 2 Jahre alt. Anderthalb, sagen wir mal 1,5 Jahre. Ist auch das Spiel, wo ich, glaube ich, tatsächlich die meiste Zeit drinnen verbracht habe. Mit knapp 500 Stunden. Knapp drüber, sage ich mal. Aber locker drüber. Locker über 500. Muss ich ja dazu sagen. Ich habe ja 430 ungefähr mit Zauber drin. Und knapp über 100 Stunden mit dem Dämonenjäger. Das sind ja schon 500. Ich glaube 30 habe ich mit dem... Oder 32. Sagen wir mal 30 Stunden mit dem Hexendoktor. Und... War es das schon? Ne, 11 Stunden. Mit dem Mönch und ich glaube gerade mal 1 Stunde, wenn überhaupt, mit dem Barbar.